Bei unserer Delegationsreise vom Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und Medico International in der letzten Woche, also vom 24. bis 28. Februar in Griechenland, konnten wir viele Kliniken besuchen, haben Gesundheitsaktivisten getroffen und Politiker und wollten eben genau die Frage erörtern, wie sieht es aktuell mit dem Gesundheitssystem in Griechenland aus? Wir haben festgestellt, dass es natürlich noch eine Krankenversorgung gibt und dass weiterhin viele Menschen Zugang zu einer Krankenversorgung haben, dass eben aber das, was man hier auch hört, die massive zunehmende Zahl von eben nicht versicherten, also nicht krankenversicherten Menschen, massive Auswirkungen auf die Krankenversorgung hat. Es ist offiziell von der Regierung bestätigt, dass es mehr als 30% der Menschen in Griechenland sind, die keine Krankenversicherung haben. Viele von den Politikern und Gesundheitsaktivisten, die wir getroffen haben, gehen davon aus, dass es bis zu 50% der griechischen Bevölkerung sind, die keine Krankenversicherung haben. Wenn man keine Krankenversicherung hat, bedeutet das, dass man im Krankenhaus gegebenenfalls bar bezahlen muss oder dass man über die Steuer sozusagen am Ende des Jahres die jeweiligen Kosten für die Behandlungen wiederkriegt, also dann erst bezahlen muss sozusagen. Aber es kommen auf jeden Fall massive Kosten auf einen zu. Dies, kann man sich natürlich denken, führt dazu, dass gegebenenfalls Menschen erst sehr spät zum Arzt gehen, nicht genügend Zugang zu Medikamenten haben oder anderen wichtigen Versorgungen oder Behandlungen und ja einfach zu einer erst mit fortgeschrittenen Krankheitsbildern dann zum Beispiel in die Notaufnahmen von den Krankenhäusern kommen. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass es zwischen 30% und 50% der Leute, die nicht versichert sind, je nachdem, wen man da fragt. Wissen Sie, wie diese Zahl der Nichtversicherten angestiegen ist seit den Sparmaßnahmen? Die Zahl ist ständig am Zunehmen. Ich kann Ihnen da jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber es ist so, dass dadurch, dass auch durchaus von der Troika, eben von dem Zusammenschluss von Europäischer Zentralbank, Europäischer Kommission und IWF, Internationalen Währungsfonds, gefordert wurde, auch eben die sozialen Sicherungssysteme einzuschränken, es mittlerweile so ist, dass man nach einem Jahr Arbeitslosengeld komplett ins Leere fällt. Also keine Krankenversicherung mehr hat und keine Arbeitslosenversicherung mehr. Da die Zahlen der Menschen, die arbeitslos werden, massiv am Ansteigen ist, kann man natürlich sich schon ausrechnen, dass diese Menschen nach einem Jahr alle nicht mehr krankenversichert sein werden. Es ist eine ganz klare Politik der Troika, nur noch jede 5. oder 10. Stelle neu zu besetzen, die frei wird sozusagen, also dass man versucht an allen Ecken und Enden eben auch in den Krankenhäusern, im Gesundheitssystem das Personal einzusparen. Und damit will ich nur sagen, es ist zu rechnen, dass auch in den nächsten Monaten und Jahren die Zahl der nicht versicherten Menschen massiv ansteigen wird, von den Menschen, die von vornherein nicht versichert waren, wie den illegalisierten Migranten gar nicht zu sprechen. Am Anfang haben Sie ja schon angesprochen, wie sich das auf die Bevölkerung auswirkt, also dass sie zum Beispiel später zum Arzt gehen oder auch, dass man alles bezahlen muss. Aber was bedeutet das konkret? Haben Sie da vielleicht ein Beispiel? Es ist tatsächlich so, dass vor allem von dieser Krise betroffen sind die chronisch Kranken und die psychisch Erkrankten, also die eben längerfristige Behandlung bedürfen. In Notfällen wird man noch behandelt. Also es ist ja ähnlich wie in Deutschland. Man wird sozusagen im Notfall, also das heißt in einer lebensgefährlichen Situation, Unfall oder von mir aus Herzattacke oder ähnliches, wird man in der Notaufnahme eines Krankenhauses natürlich behandelt. Aber in allen Krankheiten, die einen chronischen Verlauf haben, also wo eben kein akuter Behandlungsbedarf besteht, da stellt sich dann die Problematik heraus. Und zwar ist es so, dass diese Menschen, wenn sie eben nicht versichert sind, die Medikamente bar bezahlen müssen. Und wenn man da eben keine finanziellen Ressourcen hat, dann wird man natürlich eher davor zurückschrecken, sich diese Medikamente zu holen, was dann eben dazu führt, dass bei chronischen Erkrankungen bei Nichtbehandlung da eben ein Fortschreiten der Krankheit festzustellen ist. An Beispiele, die ich Ihnen aus sozusagen Gesprächen mit Gesundheitsarbeitern in Athen und Thessaloniki berichten kann, sind Gespräche mit den Angestellten aus dem größten Krankenhaus in Athen, Evangelismos. Da waren wir bei einem Treffen mit unserer Delegation. Es waren 17 Beschäftigte, vorrangig Ärzte dort bei dem Treffen, die mit einem wahnsinnigen Druck uns von ihrer Arbeitssituation erzählt haben und gesagt haben, wie ein Teil ihres Tagesablaufs darin besteht, ständig sozusagen zu versuchen, dass Menschen behandelt werden können, die nicht versichert sind, zu organisieren, wie man irgendwie das finanziell möglich machen kann und eben, dass die Menschen auf diesen ganzen Kosten der Behandlung nicht sitzen bleiben. Es gibt nicht genügend Verbandsmaterial, es wird Verbandsmaterial neu benutzt, was natürlich dann zu einem massiven Anstieg von Krankenhausinfektionen führt. Die Notaufnahmen sind massiv überlaufen, weil oft im ambulanten Bereich, also bei den niedergelassenen Ärzten, ein Mangel an Ärzten herrscht oder man selbst sozusagen das Geld bezahlen muss. Und die Menschen, die vorher vielleicht im ambulanten Bereich zum niedergelassenen Arzt gegangen wären, jetzt alle in die Notaufnahmen strömen, in der Hoffnung, dass dort auf irgendeinem Weg möglich gemacht wird, behandelt zu werden.
Das ist sozusagen ein anderes Bild von einem Arzt, der in einer psychiatrischen Klinik in Thessaloniki arbeitet. Der hatte mir berichtet, dass es ganz klar so ist, dass er Menschen, die nicht versichert sind, was ja eben einfach mittlerweile ein Großteil oder ein großer Teil der Bevölkerung ist, nicht so behandeln kann, den Leitlinien entsprechend behandeln kann, zum Beispiel Schizophrenie oder Depression oder andere psychiatrische Erkrankungen, wie das sinnvoll wäre, sondern dass diese Menschen ganz klar anders behandelt werden als die Menschen, die versichert sind. Also das ist eine ganz Aufspaltung sozusagen der Patienten in Form von einer Zweiklassenmedizin in versicherte und nicht versicherte Menschen. Er wird oft von der Apotheke angerufen, wenn er was verschrieben hat als Arzt von der Apotheke im Krankenhaus, die ihm sagt, nein, das haben wir gar nicht mehr, das Medikament, er muss es irgendwie ändern und er muss die Therapie anders machen. Also auch der Beruf des Arztes oder der Pflegekräfte ist natürlich massiv betroffen, aber die wirklich darunter leiden, sind natürlich die Patienten, die einfach nicht mehr behandelt werden, wie es sinnvoll wäre, die an Erkrankungen sterben, an denen man nicht sterben muss. Jetzt ist es ja so, dass die Bevölkerung sich da auch versucht, gegenseitig zu helfen und dass auch Ärzte, Ärztinnen, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen diese sogenannten solidarischen Kliniken gegründet haben. Könnten Sie erklären, was das ist? Es ist so, dass die solidarischen Kliniken, die wir besucht haben in Athen und Thessaloniki, wirklich eine beeindruckende Arbeit leisten und halt versuchen, das abzufangen, was man gerade abfangen kann. Das sind richtige Praxen, also da wird medizinische Behandlung vor Ort gemacht. Es gibt dort einen Zahnarzt, einen Kinderarzt, gynäkologische Untersuchungen und das basiert alles auf Spenden, finanziellen Spenden, Geldspenden oder Medikamentenspenden. Es wird Kinder, also Babynahrung sozusagen gespendet. Also auf allen Ebenen sozusagen versuchen die, sich damit mit Spenden über Wasser zu halten und sagen auch ganz klar, sie wollen eben keine Hilfe vom Staat oder von anderen Strukturen, sondern das versuchen unabhängig zu gestalten. Die solidarische Klinik in Thessaloniki, die wir besucht haben, ist, denke ich, ein beeindruckendes Beispiel von wirklich politischer und sozialer Aktivität. Das ist nicht nur eine medizinische Versorgung, die dringend notwendig ist, sondern die Menschen, die dort engagiert sind, Ärzte, aber auch viele andere Menschen, sprechen auch gemeinsam politische Aktionen. Wir konnten an einer Demonstration teilnehmen, die ungefähr einmal im Monat stattfindet, wo die Engagierten von den solidarischen Kliniken mehrere Menschen mobilisiert haben, vor den Krankenhäusern mit Transparenten und so weiter und so fort zu demonstrieren und zu sagen, alle Menschen müssen Zugang zu Krankenhäusern haben. Und das ist eben tödlich ist, wenn das eben nicht so ist. Die sind bei dieser Demonstration auch in die Krankenhäuser reingegangen, haben vor den Patienten gesprochen, haben die Patienten selber, die dort im Wartebereich waren, angesprochen, gesagt, sie sollen mit ihnen an ihrer Seite kämpfen und sich auch dafür einsetzen, Gespräche mit einem der Klinikdirektoren geführt und es war wirklich ganz beeindruckend zu sehen, wie die sich engagieren und wie die eben nicht nur versuchen, auf einer karitativen Basis die notwendige Behandlung zu gewährleisten von nicht versicherten Menschen, sondern wie sie eben auch durch politischen Aktionismus und durch Solidarität Arbeit versuchen, das zu ändern, sozusagen den Ursprung des Übels zu ändern und anzugehen. Ich habe erst neulich eine Dokumentation auch zu dem Thema gesehen und da hat eine Apothekerin erzählt, dass ja Eltern, deren Kinder krebskrank sind, dieses Medikamentenpäckchen, was sie bekommen, auch mit den Elternteilen, deren Kinder auch Krebs haben, die sich diese Medikamente nicht leisten können. Haben Sie sowas in der Art auch gesehen oder ist es jetzt ein totales Einzelbeispiel? Ich denke, was ich an diesem Beispiel, was Sie genannt haben, symbolisiert, ist eine wahnsinnige Kreativität in einem, ja, ich weiß gerade nicht, ob positiv oder negativen Sinn, dass die Menschen erfindungsreich werden, dass sie sich versuchen, was einfallen zu lassen, wie sie eben mit den geringen Ressourcen, ob jetzt an Medikamenten, Krebsmedikamenten oder anderen Mitteln, sich über Wasser halten können. Es gibt eine ganz beeindruckende Solidarität der Bevölkerung, eben wirklich alle Medikamente, die sie zu Hause haben, auch an diese solidarischen Kliniken zu spenden, weil ihnen eben bewusst ist, dass sie, wenn sie die nicht selber nicht brauchen, andere Menschen die dringend brauchen, dass das eben ganz, ganz wichtig ist. Das Beispiel der Krebsmedikamente hat auch diese solidarische Praxis und der Arzt, der dort arbeitet, in Athen, in Eliniko, dem Stadtteil Eliniko, uns sehr eindrücklich geschildert und halt gesagt, dass das eines der Hauptprobleme war, dass es sehr schwierig war, diese teuren, sehr teuren Krebsmedikamente zu besorgen und dass, als sie endlich die Möglichkeit hatten, teilweise den Zugang dazu zu erleichtern, sie zum Beispiel Patienten angerufen haben und gesagt haben, wir haben das jetzt, wir haben jetzt die Medikamente, wo die Angehörigen dann berichten mussten, dass die jeweilige Person schon verstorben ist. Das sind natürlich dramatische Beispiele. Andere Beispiele ist das Thema Impfung von Kindern, dass viele Kinder nicht mehr geimpft werden können, weil das alles Geld kostet. Es ist im Großen und Ganzen ein System, wo zunehmend die Menschen selbst
zurückzahlen müssen, Zuzahlungen leisten müssen und dadurch der Zugang zum Gesundheitssystem erschwert wird, aber eben auch durch die Einsparungen, den wahnsinnigen Druck, den die Troika auf die griechische Regierung und natürlich mit unterstützt von der griechischen Regierung ausübt, auf die Kliniken, dass da eben die Gesamtkosten auf, der Plan ist, das auf 6% des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Deutschland hat ungefähr 11% des Bruttoinlandsprodukts. Also es geht wirklich darum, im Gesundheitssystem massive Einsparungen vorzunehmen. Uns wurde berichtet von Ärzten an den Kliniken, dass sie teilweise über mehrere Monate ihre Dienste nicht mehr vergütet bekommen haben, dass sie Lohneinbußen haben von 40% und so weiter und so fort. Also das an allen Ecken und Enden merkt man, dass es da eng wird und knarzt und entweder schon gekippt ist oder kurz vorm Kippen ist die Situation dort im Gesundheitswesen. Wie viele dieser solidarischen Kliniken gibt es denn mittlerweile? Wissen Sie das? Es gibt die beiden bekannten, die man hier vielleicht aus den Medien kennt, die sehr etabliert, also verhältnismäßig etabliert sind, in Athen und Thessaloniki. Und es wurde berichtet, dass es noch kleinere, ähnliche Versuche gibt in verschiedenen anderen Städten und dass in Athen gerade in den letzten 3 Wochen 2 neue entstanden sind. Es gibt ein Netzwerk, das nennt sich Solidarity for All. Das ist ein Versuch, sozusagen die ganzen solidarischen Initiativen, also nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch im Bereich Lebensmittel, Kleidung, Strom und was es alles gibt, zu bündeln und gemeinsam eben auch in politischer Arbeit zusammenzubringen. Dieses Netzwerk wird sehr stark von Syriza unterstützt. Jeder Abgeordnete spendet 20% seines Gehalts an dieses Netzwerk. Da konnten wir auch Mitglieder treffen, 3 Mitarbeiter von dem Netzwerk Solidarity for All, die eben uns berichtet haben von den neu entstehenden solidarischen Praxen und wie sie versuchen, dann dort Gegenstände zu organisieren, Zahnarztstühle oder ähnliches an Material zu organisieren für diese neu entstehenden Praxen. Also der Bedarf steigt und ich denke, man kann davon ausgehen, dass da eher noch mehr solcher Praxen entstehen werden. Das ist positiv zu sehen insofern, dass dort auch interessante Strukturen entstehen von Beteiligung und von politischer Aktion. Aber es ist eben doch aus der Not geboren, diese solidarischen Projekte. Und es bedarf einfach wirklich einer guten finanziellen Ausstattung des griechischen Gesundheitssystems. Man muss sowohl die Troika als auch den griechischen Staat und die deutsche Bundesregierung, die eben dort diese Einsparungen unterstützt und fordert, auffordern, dass sie gewährleisten müssen, dass alle Menschen, unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel sozusagen, Zugang zu einer qualitativ guten Krankenversorgung haben. Das ist im Moment nicht der Fall und das ist ein Skandal. Wie steht denn die griechische Regierung generell diesen solidarischen Kliniken gegenüber? Es haben uns einige berichtet, dass das oft schwierig ist, dass immer wieder der Versuch ist, diese Kliniken zu unterbinden. Es wurde immer wieder davon gesprochen, dass es natürlich illegal ist, diese Kliniken, dass sie in dem Sinne keine normalen Arztpraxen sind. Aber es wurde auch immer wieder gesagt, naja, illegal, legal, das ist im Moment alles schwierig. Diese ganzen solidarischen Strukturen sind natürlich keine legalen Strukturen, sondern entstehen aus Eigeninitiative heraus. Und da gibt es immer wieder Versuche, sogar von der Ärztekammer in Griechenland, das zu unterbinden. Wo man wirklich sagen muss, das ist kaum verständlich, weil das ja wirklich ein Versuch ist, den Menschen so gut wie möglich Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass diese Praxen wirklich von sehr guten Ärzten qualitativ wirklich hochwertig organisiert werden, dass dort gute Behandlungen stattfinden. Und dass sie sich extrem viel Mühe geben, sodass wir das eigentlich aktuell unter den aktuellen Bedingungen für unterstützenswert halten und eben auch die griechische Regierung und andere Strukturen auffordern, das auf jeden Fall nicht zu unterbinden oder zu verhindern.